Ich habe einfach eine ganz klare Vorstellung, ich will meine Vorstellung vermitteln. Ja. Wie dann die Regie, die Kamera, die Schauspieler und die Postproduktion dazu kommen, diese Vorstellung möglichst umzusetzen und trotzdem sich selbst da kreativ und intelligent und gut einzubringen, muss ich ja innen überlassen. Sie lassen mir von innen nicht reinreden, wie mein Drehbuch schreiben. Ja. Ich habe mal einen Drehbuchautor vor Ewigkeiten getroffen, der hat gesagt, wenn man das Drehbuch richtig schreibt, braucht man eigentlich keinen Regisseur mehr. Was sagst du zu dieser Aussage? Das würde ich nicht unterschreiben. Nee. Nein, das glaube ich nicht. Das Drehbuch ist eine Blaupause. Das Drehbuch ist ein Architektenentwurf. Da ist alles drin. Ich kann bis zum Modell, so kann ich es hochziehen. Ich habe alles da, aber du kannst nicht drin wohnen. Und letztlich muss auch wer anders, der kompetenter ist, als ich darüber entscheiden, wie das Bauwerk verputzt wird. Mhm. Ob er einen Körnerputz nimmt, ob er einen Gipsputz nimmt, ob er einen Zementputz nimmt, welche Farbe stärker ausbleicht als die andere. Ich kann mir das alles aneignen, aber dann bin ich ja schon der Regisseur, dann mache ich Regie. Wenn ich nur Autor bin, das heißt nur, wenn ich Autor bin, muss ich auch, ich kann die Gewerke der anderen nicht übernehmen. Ich weigere mich auch, und sage das an meinen Studenten, ich weigere mich auch, alle Kamerabewegungen ins Drehbuch. Die haben da nichts verloren. Erstens stört es den Lesefluss. Zweitens, wer bin ich, dass ich dem jemanden, der eine Ausbildung hat, wie man mit so einer Kamera umgeht, erkläre, was er jetzt zu tun hat, wie er das ins Bild setzt. Und auch dem Regisseur, der ja natürlich, von dem die Schauspieler am Set dann erwarten, dass er mit ihnen über Haltungen, noch über Bewegungen, über Staging, über all diese Sachen spricht, über das Timing. Und dass die brauchen den auch als Referenz. Ich kann ins Drehbuch sehr viel reinschauen. Im Zweifelsfall wird ein Regisseur, wenn er selber nicht mehr weiter weiß, auch sagen, was sagt denn das Buch? Und dann eigentlich muss im Buch dann drinstehen, was ist. Im Buch müssen die Antworten stehen. Ich sag's mal so, wenn du die Bibel schaust, musst du sehen, was der Prophet zu diesen Fragen sagt. Wenn ich ins Gesetzbuch schaue, muss irgendwie drinstehen, was dann tatsächlich hier im Zweifelsfall zu entscheiden ist. Aber nur, wenn ich unsicher bin, wenn ich sicher bin, brauche ich das nicht machen. Im Zweifel ist das Drehbuch, muss es so verlässlich sein, statisch so klar, dass das Gebäude nicht einkracht. Aber die Arbeit, ich sage jetzt mal, des Regisseurs kann der Autor nicht übernehmen, es sei denn, er macht selber Regie. Ja, klar. Das ist, ich glaube das nicht. Ein Drehbuch ist ein Drehbuch, es ist eine Blaupause. Es ist ein eigenes Kunstwerk, das ist auch urheberrechtlich und juristisch so, aber es ist nicht der Film. Okay, jetzt nehmen wir mal folgende Idee. Der Cutter kommt ja auch noch ran. Und der Film entsteht immer so schön, sagt, hat man früher gesagt, dreimal. Im Buch, am Set und im Schnitt. Heute entsteht er wahrscheinlich auch noch im Color Grading und in der Tonmischung und im Sounddesign. Das würde ich mal unter Schnitt und Postproduktion zusammenfassen. Das würde ich nicht, weil ich finde einfach, dass Postproduktion ja, aber ich finde, dass der Sounddesigner und die Musik nochmal teilweise 40% drauflegen zu dem, was im Film ist. Okay, Punkt für dich. Also meine Ansicht. Ja, ja. Aber nehmen wir jetzt mal folgende Situation an. Du, in deinem Kopf ist so, hier wäre halt cool, wenn es so eine Kamerafahrt wäre. Würdest du dann das Buch so schreiben, irgendwie, dass du versuchst, dass es möglichst der Kameramann auf diese Idee kommt? Ja, natürlich. Ich schreibe auch Kamera-Vorschläge, sag ich jetzt mal. Manchmal auch schon Imperative rein. Wenn ich möchte, dass gesehen wird, wie ich da die K.O.-Tropfen reintue. In Nelly weiß jeder Kameramann, dass er da nicht in die Totale gehen wird. Aber ich schreibe es manchmal dann rein, wenn es unsicher ist, wenn man es zum Beispiel auch anders, wenn man auch anders sagen könnte, könnte auch sagen, ich schreibe eine Perspektive, eine POV, Point of View von weiter weg, wo jemand sozusagen fokussiert, dann stelle ich die Schärfe auf das Glas. Und ich sehe dort eine Hand und ich weiß nicht, was es ist, schüttet da was rein oder nicht, wenn ich ihn Zweifel lassen will. Dann kann ich vielleicht auch in einer halbnahen, vielleicht sogar in einer amerikanischen noch bleiben, um das zu erzählen. Wenn ich aber möchte, dass man es ganz klar sieht und vielleicht die Figur nicht sieht, sondern nur eine Hand, die einen Handschuh anhat, dann schreibe ich natürlich rein, groß, so Sachen schreibe ich rein. Oder natürlich... Schreibst du dann einfach rein, close up? Oder? Ich schreibe Deutsch, groß, Doppelpunkt und dann geht's weiter. Okay. Ich schreibe auch Schnitt und nicht Match-Cut oder so. Okay, okay. Ich spreche halt Deutsch, aber man kann es auch Englisch machen, ist ja scheißegal. Es geht gerade nicht um Englisch oder Deutsch, sondern einfach, wie du es schreibst. Ich schreibe manchmal Schnitt, ich schreibe auch manchmal Groß- oder Match-Cut oder Überblendung oder Schwarz, Abblende. Wenn ich wirklich was ganz Bestimmtes
erzählen will. Damit. Was ein Rhythmus zum Beispiel ist. Ja, oder wenn ich sage, jetzt muss hier mal aus sein, damit ich schwarz mit nichts sehen. Lässig muss er dann auch der Regisseur und die Postproduktion entscheiden, weil sie dann noch dran sind. Aber ich habe einfach eine ganz klare Vorstellung, ich will meine Vorstellung vermitteln. Ja. Wie dann die Regie, die Kamera, die Schauspieler und die Postproduktion dazu kommen, diese Vorstellung möglichst umzusetzen und trotzdem sich selbst da kreativ und intelligent und gut einzubringen, muss ich ja Ihnen überlassen. Sie lassen mir ja von Ihnen nicht reinreden, wie ich mein Drehbuch schreibe. Ja, klar. Auch. Und ist auch eine Frage von Vertrauen. Ich bin nicht der Gott des Gemetzels, sondern ein Gott des Gemetzels, genau. Ne, sozusagen. Nee, aber es ist auch immer so, dass man dieses Vertrauen in die anderen Gewerke hat. Ich meine, das ist ja immer ein Teamplay. So ist es. Weil sonst müsstest du ja ein Buch schreiben. Ja, genau. Oder du bist eben, sagst einen Film von und machst alles so, wie, ich sage jetzt mal, Charlie Chaplin das gemacht hat oder manchmal auch Orson Welles. Ich schreibe das Buch, ich mache die Produktion, ich mache den Regie, vielleicht auch noch die Kamera, hol mir nur einen Schwenker, ich spiele noch die Hauptrolle, mache den Schnitt selbst und komponiere die Musik. Dann bin ich schon sehr nah dran. Da gibt es noch immer jemanden, der ausgestattet hat, der ein Set gebaut hat, der die Kostüme gemacht hat, der die Maske gemacht hat, der die Aufnahmeleitung gemacht hat, der das alles gemacht hat. Aber dann habe ich schon einen Haufen Head-offs selbst gemacht. Aber nicht einmal dann ist es ein Film von mir alleine. Ja. Also es ist so, Film ist Teamarbeit. Ja. Und jeder, der das nicht versteht, und auch jemand, der dazu, ich finde, ein Film von, ist eine Anmaßung. Und ich habe meinen Studenten gesagt, im Film, die wir bei mir entwickelt, zusammen, wenn ich das sehe, habe ich gesagt, es gibt Anzüge in der Haltungsnote, weil es ist eine Frechheit. Diese Episode von Mastercut wurde unterstützt von PATS. PATS ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. PATS unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied, das du über PATS findest. Nicht vergessen, Filmidee, patz.de